Wird nichts mehr. Das war ungefähr 5 Meter daneben. Wir wollen in der Halbzeit erfahren, dass Schweden gerade Mexiko sieziert. Sieziert? Alter. Also, es ist das Rand hier, guck eins höher, ins Eisfach. Wir haben noch was gelegt. Ah, ins Eisfach? Okay. Ja. Und dann wird das Bier auch entweder kalt. Also, ich hoffe, dass das Video dieses Mal nicht von der FIFA gesperrt wird. Ist doch der FIFA. Hellpianischen Mafia-Verein. Ganz ehrlich, dieses Video, wenn man das irgendwie. Oh, da ist Neuer. Neuer geht denn schon. Guck mal, siehst du, Neuer ist da vorne am Mittelfeld einfach. Ja. Das ist so alles egal. Warum ist der denn da in der Mitte des Feldes? Wofür muss das Tor bewachen? Du hast sowieso verloren, du bist eh raus. Hier ist doch ein Mann nach vorne. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also ich hätte Neuer so. Das ist so Last Resort. Wenn der Keeper nach vorne rennt und das Ding selbst reinbrügelt. Da ist Neuer. Das wär aber echt. Oh, komm, mach es! Mach es! Ja! Wieso war Neuer in der Mitte des Südkorea rastet völlig aus. Morgen in der Zeitung: Nordkorea erklärt sich für bankrott und sieht freiwillig Südkorea an. Der ist schon mal am Beten, dass er nicht hingerichtet wird. Der hat auch schon gekündigt. Der packt schon zusammen. Das ja, Jogi, das war's Park wohl. Ja, der packt. Großartig. Was denn Neuer? Aber hey, Ey, ganz ehrlich, wie kann man 2-0 gegen Korea verlieren? Ist schon richtig. Ich raff das nicht. Das ist doch total der Schwachsinn. Wie will man in 3 Minuten 2 Tore schießen? Vor allem. Die müssen jetzt erstmal noch 3. Alter, überleg mal. Ich habe vorhin noch gesagt, so, hey, die Deutschen können eigentlich in kürzester Zeit irgendwie 3 Tore schießen. Und jetzt macht Korea gegen Deutschland einfach in 4 Minuten oder 3 Minuten 2 Tore. Da sind wir übrigens unser Ansehen. Ja, juhu, wir sind raus, wir dürfen nach Hause fahren. In ganz Asien massiv auf Null gesunken. Die Verkäufe deutscher Autos dürfen stagnieren. Jetzt würde ich die Daimler-Aktie nicht mehr kaufen. Oh, schön. Achso, die Nachspielzeit wurde nochmal erhöht von 6 Minuten auf 9 Minuten. Großartig. Können wir ja gerade nochmal. Kann Korea noch ein Tor schießen? Komm. Hey, können wir bitte zumindest ein Tor schießen? Wenn Korea noch ein Ding macht, kommen die dann weiter? Nee, die haben 3 Punkte, alle anderen haben 6. Schweden hat ja schon gewonnen. Ja. Schweden hat 6. Aber sie könnten noch an Deutschland vorbeiziehen. Nein, sie könnten Deutschland nochmal kacken. So, komm, gib ihm nochmal. Scheiden wir als Letzter aus? ich glaube, wir scheiden nicht als Letzter aus. Oh, weil das wäre geil. Doch, das könnte sein. Alter, oder? Nee, warte mal, Korea hat doch viel zu hohe Tordifferenz. Korea hat einen Sieg mit 2-0. Wie wurden die denn von Mexiko in Schweden platt gemacht? Weiß ich nicht. Was denn, die werden das auch ordentlich auseinandernehmen. Da wird nichts mehr draus. Also eine Minute ist noch zu spielen. Dann würde ich mir irgendwie einen Privatjet irgendwo in die Caymans nehmen. Den Fall würde ich nicht die Demütigung hinnehmen, mit der Mannschaft in Berlin zu landen. Und dann musst du damit rechnen, erstmal abgeknallt zu werden, wenn du Glück hast. Das Problem ist halt, wie viel mehr kannst du noch falsch machen? Also es gibt dafür einfach keine Entschuldigung. Aber das letzte Tor war einfach richtig geil, weil Neuer einfach im Mittelfeld rumgelaufen. Der stand am 16er vom Gegner. Das ist doch korrekt. Guck mal, Neuer steht am 11er. Neuer steht am 11er. Der ist besser als die ganz normalen Spieler. Ja, ich hab doch vorhin schon am 11er. Das ist im Tor. Das ist. Oh, der arme Junge ist so verletzt. Der ist im Fall. Es ist jetzt vorbei. Der macht jetzt einen Abschluss und dann ist vorbei. 9 Minuten. Der ist im falschen Tor. Komm, Ende. Pfeif ab die Scheiße, ey. Dann können wir noch den Schuh zusammenbauen, den Tisch. Dann können wir auch den Tisch zusammenbauen. Völlig und dann bauen wir noch die Stühle zusammen und dann verprügeln wir die Südkoreaner damit. Wenn wir euch hier finden. Das Essen will ja jetzt kommen. Der macht einen Abschluss und ans Ende. Alter. Beep, beep, beep. Ja. Ja.
Oh, ihr dürft nach Hause fahren. Ihr seid ja alle so zufrieden, dass ihr Deutschland geschlagen habt. Ey, diese Vollidioten-Mentalität. Also ich will dafür, dass man erstmal so eine Hundertschaft von der Polizei an den Berliner Flughafen stellt. Alle mit Gürteln bewaffnet, mit Schnallen dran. Und wenn die da landen, dann werden die übelst geschlachtet. Das war richtig, bis keiner mehr von denen steht. Die verdienen alle Millionen.